Hallo Leute und willkommen hier bei LeoCraft. Heute habe ich etwas Neues für euch. Ja, Spoiler-Alarm. Und zwar deswegen bin ich auch nicht gleich in der Welt, sondern auf dem Startbildschirm. Und wir haben hier den Redstone-Bunker. Der Redstone-Bunker bei The JoeCraft. Wir spawnen direkt. Ich gehe jetzt mal schnell in den Game Mode 3. So, hier ist aber noch nichts da. Aber es dauert wirklich nicht mehr lange. Denn in genau 7 Tagen ist es soweit. Dann werde ich hier den Redstone Bunker an genau dieser Stelle weiter bauen. Ja, 7 Tage bis zum Download. Erste Weiterbaufolge versuche ich. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auch noch in genau 7 Tagen zu eröffnen. Dann, wie geht's weiter? Morgen werde ich auf jeden Fall das IMS-System fertigstellen. Und zwar das hier. Und zwar das hier. Das wird auch demnächst morgen fertiggestellt. Am Wochenende vor Weihnachten habe ich dann was Besonderes, da verrate ich noch überhaupt nichts. Aber es wird manche, denke ich, interessieren. Und dann, ja, ach ja, eins wollte ich noch sagen, die Technikfolgen der Redstone-Welt, ja, sie kamen jetzt sehr lange nicht. Also Redstone-Welt ist ja jetzt schon sehr alt. Ich heb die auf, wenn ich mal keine Videos hab, dann kommen die. Jetzt als nächstes mache ich das ja fertig, dann kommt der Bunker. Jo, und über Weihnachten, das wollte ich euch jetzt schon sagen, werden keine Videos kommen. Ja, denn Weihnachten sollt ihr mit eurer Familie verbringen. Ich würde sagen, macht's gut, bis morgen. Und wir sehen uns dann mit dem fertigen IMS-System beziehungsweise dem fertigen IMS-Lager. Ist ja eigentlich nur das Lagersystem. Mehr ist es ja nicht. Das ist dann fertig. Und bereit zum Anschluss. So sieht's aus. Alle Prototypen bis auf die beiden, das ist mal dasselbe. Das liegt daran, die Aufnahme habe ich schon mal versemmelt. Ich werde sie jetzt gleich nochmal machen. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis morgen. Tschüss.